musst halt richtige Schrauber finden, die sowas zusammenbauen, weil so der normale ausgebildete Teiletauscher ist natürlich bei uns fehl am Platz. Du brauchst, wenn du so Sachen restaurierst, musst du Leute haben, die den ganzen Sachverhalt schnell erblicken und wissen, wie man sowas zeitnah, zeitgünstig selbst irgendwie reparieren, in Stand setzen kann, so dass der Kunde nicht betrogen ist und du auch keine Doktorarbeit aus irgendwas machst und dann 3 Wochen an irgendwas rumschlosserst. Die meisten, die zu uns gekommen sind direkt und haben sich direkt so vorgestellt, hatten direkt einen Overall an und wollten so mitschrauben, sind eigentlich geblieben. Ja sicher, weil es gibt ja jede Menge Leute, die bringen mappenweise voll mit irgendwelchen Zeugnissen und wenn der dann das erste Mal den Schraubenzieher in die Hand kriegt, dann kann jeder erkennen, dass er das so fast das erste Mal sieht. Und der bleibt natürlich dann auch nur einen Tag oder vielleicht nur bis zur Mittagspause.